So ganz wie früher geht es nicht mehr, wenn Werner Kaiser in den Keller geht. Mindestens einmal in der Woche kommt er dorthin, um Korn zu mahlen. Aus dem Weizenmehl soll ein Brot werden. Das selbst zu backen, lässt sich der Bäckermeister nicht nehmen, auch nicht mit 103 Jahren. Ich liebe den Geruch, liebe einfach die Natur, die sich hier zeigt, und die Nutzung der Natur. Mehl, Wasser, Hefe. Wie viel reinkommt, hat Werner Kaiser im Gefühl. Eine Waage braucht er nicht. Kein Wunder, er blickt ja jetzt schon auf 89 Jahre Berufserfahrung zurück. Und bis heute ist Brotbacken für ihn echte Handarbeit. Maschine müsste ich hier wieder sauber machen. Das wird mir so langweilig. Brauche ich nicht, das geht ja von Hand viel besser. Brot hat Werner Kaiser schon als Kind geliebt. Geboren wurde er 1920 als eines von 8 Geschwistern einer Familie im Sauerland. Eigentlich hat er sich seine Zukunft ganz anders vorgestellt. Ich wäre lieber Tischler geworden, aber die waren schon besiegt. Die 2 ältesten Brüder von mir waren in der väterlichen Tischlerei. Und mit mir wussten die nicht, wohin. Nicht? Mich haben sie dann in die Lehre zum Bäcker gebracht, in Schmallenberg. Nicht? 3 Jahre ging er in die Lehre, wollte danach eigentlich auch den Meistertitel machen. Aber es kam alles anders. Anfang Dezember 1940 wurde ich zur Wehrmacht eingerufen. Und da fängt der Militärton an. Bis ich dann auf dem Vormarsch den ersten toten deutschen Soldaten am Straßenrand liegen sah. Das hat mir einen Knacks gegeben. Da wusste ich, wo ich bin, wo wir sind. Werner Kaiser hat miterlebt, was Krieg bedeutet. Und dann wurde ich krank, hatte Lungentuberkulose und dann nach Deutschland. Und da war ich natürlich froh, dass ich aus dem Dreck rauskam. Zurück in Deutschland hat er sich erholt, den lang ersehnten Meistertitel gemacht und eine Familie gegründet. Seitdem isst Werner Kaiser jeden Tag mindestens eine Scheibe Brot. Auch ein täglich Brot. Brot ist mir das Wichtigste. Schmeckt ganz gut. Man muss nur lange kauen. Die Menschen, die kauen zu wenig, ne? Müssen immer was drauf haben, was Attraktives. Dicke Scheibe Wurst oder Marmelade. Der Magen, der ist hiermit zufrieden. Wiener Schnitzel muss ich nicht unbedingt haben. In seiner Zeit im Krieg hat Werner Kaiser gelernt, mit wenig zufrieden zu sein. Vielleicht ist das das Geheimrezept für das lange Leben des 103-Jährigen.